Hi, willkommen bei DGV. Ich bin Sir Doomsday. Willkommen zu meinem Einblick in die Outer Worlds. Das Spiel ist heute erschienen. Das neue Spiel von den Machern von Fallout New Vegas. Und das möchte ich mir jetzt mal angucken. Wenn ihr wollt, schaut zu. Let's go. Wir machen ein neues Spiel. Normal. Das können wir lassen. Let's go. Stay earthbound when prosperity awaits you in the stars. Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity, with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny. When you go out of this world, to the Halcyon Colony. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Und da sind wir auch schon im Charakter, die da. Körper, Stärke, Attributspunkte, You shouldn't have any trouble digesting our food. Wir machen. Oh, you look better than my ah, wir haben verbleibende Punkte. Okay. Hoch. Geschicklichkeit. Hoch. Intelligenz. Wahrnehmung. Oh, Charisma ist gut. Einen habe ich noch. Mal hier rein. Jetzt X. Fertigkeiten. Verfügbare Punkte 2. Übrigens habe ich das Spiel mir auf der Xbox geholt, weil das gerade, oder heute zum Release, kostenlos im Game Pass ist. Ich bin zwar eigentlich PS4-Spieler, aber dachte mir so, ja, warum bezahlen, wenn ich es kostenlos spielen kann, ne? Wir wollen... Was haben wir hier? Fernkampf in need of more Game Hunters. Wie wär's denn noch mit... Oh, Dialog. Dialog ist immer gut, wenn man die Option hat. Oh. Was haben wir hier? Begabung. Einen Moment mal kurz. Da, da, da. Hm, was nehmen wir denn? Begabungsbonus. Blocken... Ja, ba, Ruhe. Ach, diese Einstellung hier. Zack. So, Technik ausweichen. Medizin. Das klingt gut. Weiter. Ey. Jetzt dürfen wir hier. Aussehen, Geschlecht, Mama, männlich. Ja, Gesicht. Ja. Die sehen alle nicht so toll aus. Wir nehmen einfach mal das hier.
Augenfarbe hätte ich gern blau. Das können wir lassen. Haare. Oh wow. Oh Gott. Gibt's auch kurz. Ah, hier. Haarfarbe. Augenbrauen. Gesichtsbehaarung. Gibt kein 3-Tage-Bart. Yay. Aber das Merkmal. Narbe. Okay. Nehmen wir das. Alter. Wir machen jung. Alter. Name. Hey. Doom. Nein. Wollte ich nicht. Annehmen. Weiter. Hier nochmal eine kleine Übersicht. Ja, bin ich eigentlich zufrieden damit. Weiter. Spiel mit diesem Charakter. Yep. Also legen wir jetzt los mit The Outer Worlds für die Xbox One. Kostenlos im Game Pass. Yeah. Looks to be your lucky day, my friend. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Terra 2 Orbital Labor, Halcyon System. Status, structural integrity down 25%. Power levels down. Shit. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Einzigartige Waffenrüstung finden Sie auf ganz Halcyon, irgendwo versteckt im Laden von Händlern. Oder als Beute. Remember the Hope. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing.
You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Hat jemand Pech gehabt. No sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the Grafik ist ganz okay. After the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Springen. Yay. Die Steuerung müssten sie eigentlich nicht jedem Spieler erklären. Die müsste mittlerweile eigentlich jeder kennen. Wer hätte das gedacht? Sprinten. Es duckt dich, um zu schleichen. Ja. Okay. Nutze beim Schleichen hohes Gras, Felsen oder andere Deckung, um dich vor Gegnern zu verstecken. Du kannst dich so an Feinden vorbeischleichen oder aus besserer Position heraus den Kampf eröffnen. Dann er ja. Adreno, Speed Choice, Injektor zum Anregen der Zellheilung. Machen wir mal mit. Was soll schleichen? Schleichen wir mal. Hey. Die Aufmerksamkeitsbalken über den Köpfen der Feinde zeigen an, ob sie unwissend, misstrauisch, aufgeregt oder alarmiert sind. Hier ist kein Gras mehr. Okay, alles gut. Fahrt zum Schiff. You see now, you've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Was habe ich oben links eigentlich? Energie? Das lerne keine Ahnung. LB scheint Heilung zu sein. Und A. Ausweichen. Denke ich mal. Aua. LB, dein Leben ist sehr niedrig. Verwende den medizinischen Notfall-Inhalator, um dich zu heilen. Jede Verwendung des Inhalators braucht eine Dosis Adreno auf. Okay. Oh, hallo. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stinks. Medizin 5, halt still, ich flieg dich wieder zusammen. Was ist passiert? Spacers, was? Ich heile den mal. Ich will mal versuchen, netter zu sein. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange for my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Wie fühlst du dich? Was ist passiert? Spacers, was? Better. Wie fühlst du dich? Thanks to you. I might have bled out on my own. Or worse, had to go begging the boss for some Adrena time. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Was hat es mit diesen Plünderern auf sich? Was hast du hier draußen getrieben? Du versteckst dich in der Höhle und hast Ausgang blockiert. Du bist so gut wie tot. Nimm mal das. Flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics. With guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot.
Not bad, huh? Überzeugen, ich habe eine bessere Idee, gib mir deine Waffe und ich hole Hilfe. Lüge, 1. Jemand hat illegal sein Schiff gelandet. Ich werde sie für dich zur Strecke bringen. Einschüchtern, du bist ein Idiot, gib mir deine Waffe, bevor du noch drauf gehst. Yeah, überzeugen. Okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Kannst du mir sagen, wo ich bin? Weißt du etwas über die Hope? Ich gehe dann mal. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Weißt du etwas über die Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Ich geh dann mal. Jetzt haben wir eine Waffe. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? This... Hey. Soße. Pillen. Dietrich. Kann ich eigentlich den Säbel benutzen? Gibt's hier auch irgendwie... Nee. Ah, Waffenverwaltung. Du kannst bis zu 4 Waffen zeitgleich ausgerüstet haben, indem du zur Waffe gehst und dann den Waffenplatz oben auf dem Bildschirm wählst. Auf dieser Seite kannst du außerdem deine Waffe inspizieren, vergleichen, als Schrott markieren oder sie in Teile zerlegen. Spieler mit Technikfertigkeit können hier auch Waffen reparieren. Ah, ausrüsten. 73 Schaden pro Sekunde. Hier haben wir Munition. Verschiedene. Ups. Rüstungsverwaltung. Um eine Rüstung oder einen Helm zu tragen, geh zu den Gegenstand und wähle ihn aus. Du kannst ihn... Ja, bla bla bla. Standard. Hier haben wir Inventar. Modifikation. Allgemein. Ein Werkzeug zum Schlösser knacken. Aufträge. Schrott. Tagebuch. Karte. Okay. Meine Charakterwerte, alles klar. Okay. Liegt hier noch irgendwas rum? Anscheinend nicht. Ah, doch, da. Wassertabletten. Gehen wir mal weiter. Taktische Zeitdilation. Aufgrund von Komplikationen nach einer über die empfohlene Dauer hinausgehende Kryostase verarbeitet dein Gehirn Zeit anders als andere. Mit der Taste taktische Zeitdilation TZD verlangsamt sich die Welt. So kannst du nachdenken, aber auch handeln. Deine Zeit in diesem Modus ist begrenzt. Stillzustehen lehrt die TZD-Anzeige sehr langsam, während Bewegungen und Angriffe sich schneller verbrauchen. Die Anzeige füllt sich mit der Zeit wieder auf. RB taktische Zeit. Alles klar. Ach, das ist dann bestimmt die lilane Anzeige oben. Okay. Oh, hallo. Unterschläger. Wie praktisch, dass der neben Bum Bum sitzt. Komm mal ruhig. Aua. Okay, nett. Er hat auch noch einen Säbel gehabt. Und noch ein. Alles mitnehmen. Ein
Leichen und in Behältern findest du Gegenstände, die du an dich nehmen kannst. Du kannst... ich war nicht fertig. Was? Hecken und Schlossknacken. Deine Fertigkeiten im Hecken und Schlossknacken helfen dir, an Orte zu gelangen, an denen du nicht sein solltest. Mit Mike Dietrichen kannst du Schlösser öffnen und Überbrückungskontakte können dir die Herrschaft über verschlüsselte Computersysteme einbringen. Wenn deine Fertigkeit gut genug ist, Sicherheitsmaßnahmen zu überlisten, erfährst du, wie viele Mac-Dietriche oder Kontakte es braucht und wie lange es dauern wird. Je höher deine Fertigkeit, desto weniger Gegenstände werden verbraucht und desto schneller bist du am Ziel. Okay. Hier brauche ich 4 von den Dietrichen und was auch immer das andere ist. Pack mal das doch mal. Ein Teleskopstab. Der ist aber schwächer. Ach, mitnehmen zum Verkaufen. Oh. Sozusagen habe ich jetzt hier eigentlich alles eingesammelt. Und das hier alles. Geschicklichkeit, Wahrnehmung, Charisma. Lebensregeneration. Okay, na gut. Machen wir weiter. Also noch ein paar Typen. Kann ich die eigentlich? Warte mal. Kann man die one-hitten? Ne, kann man nicht. Du hast perfekt Blocken freigeschaltet. Wenn du deinen Block genau dann ansetzt, wenn der gegnerische Angriff einschlägt, bringst du den Angreifer ins Taumeln und machst... ja. Alter, haben sie so ein Säbel? Er hat gar nichts. Was ist eigentlich das A oben links? Ah, okay, wenn ich zweimal A drücke. Ach, steht ja da. A mal 2. Ja, natürlich. Oh. Ja, die scheint gut zu sein. Get over here before you get yourself killed. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gull on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Das ist doch nur ein Landeverstoß, vergiss es einfach. So viel weiß ich schon. Ich habe einen Kollegen in der Höhle gefunden. Really? How is he? Er wird leben, habe ihn mit Schmerzen geholfen. Spacer's Choice Family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater. Just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Überzeugen? Was ist mein Überzeugen? Das weiß ich gar nicht, was für Stufe. Schaut sich das Wachpersonal von Spacer's Choice etwa vor einer Herausforderung? Ich wette, diese Plünderer können dir verraten, wem dieses Schiff gehört. Mal versuchen es mal. Sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, funktioniert zwar. Seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Here we go. What? Action.
Ups. Sorry. Das Mitglied der großen Fraktion angreifen schadet deinem Ruf. Wähle deine Feinde mit Bedacht. Ja, sorry. War nicht mit Absicht. Das läuft ja auch so komisch. Ich hab schon 1 Million Säbel, ey. Oh, hier, das ist ein Tier. Mörderschwanz. Okay. Die hab ich schon. Komm, fangen wir an der Tür. Oh, können wir erstmal mit der reden nochmal? This is gonna take a lot of paperwork. Du kannst schnell zu freigeschalteten Orten reisen, indem du deine Karte öffnest und den Zielort wählst. Anwählst. No valuable plunder. Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Was willst du bitte machen? Dich in die Luft bringen? Ich bin nicht hier, um irgendwas Unregelmäßiges zu entwenden. Ich mag es nicht, wenn man mit mir so redet. Hätte ihr jetzt schon bewusst, dass wir auf festem Boden stehen, oder? You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Ich muss den Vogel zum Fliegen bringen. Ist das Hawthorns Schiff. This is the registered property of Captain Alex Hawthorn. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorn. Hawthorn hätte mich hier treffen sollen, als ich gelandet bin. Hawthorn ist tot, tut mir leid. Dein Captain ist jetzt nur noch ein roter Fleck an der Unterseite meiner Rettungskapsel. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am glaub, das Schiff wird meins. Exclusively from Captain Hawthorn. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorn. Do you understand? Verstehe, ich muss Captain Hawthorn sein oder wir kommen hier nicht weg. Okay, ich bin okay. Captain Hawthorn, I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Wo soll ich sowas finden? Technik. Ich glaube kaum, dass so ein Teil einfach irgendwo in der Garage rumliegt. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorn, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Ja, Ada, ich hab's verstanden, danke. Captain Hawthorn gefällt mir, lass endlich diesen Captain, bla bla bla. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Stufenaufstieg. Mal gucken, was wir hier so machen können. Fertigkeitsverbesserung. Jedes Mal, wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitspunkte, mit denen du deine Fertigkeiten verbessern kannst. Punkte in Kernfertigkeiten, Nahkampf verbessern alle damit verbundenen spezialisierten Fertigkeiten. Bis zu einem Maximum von 50. Nach 50 kannst du die Punkte direkt in spezialisierte Fertigkeiten bis 100 investieren. Jede Fertigkeit verbessert sich mit mehr Punkten, aber alle 20 Punkte erhältst du besondere Freischaltungsboni.
Worum genau es sich handelt, steht in den Fertigkeitsbeschreibungen. Rüstung, Verbrauchsgegenstände und Statuseffekte können zeitweise deine Fertigkeiten erhöhen oder senken. Das hilft bei Fertigkeitsproben und den passiven Boni der Fertigkeiten, ändert aber nichts an der Freischaltung. Alles klar. Stufenaufstieg. Glückwunsch, du hast genug Erfahrung gesammelt, um eine Stufe aufzusteigen. Öffne dein Charakterregister, um deinen Charakter zu verbessern. Stufenaufstieg erhöhen deine Lebenspunkte, zudem kannst du Punkte auf deine Fertigkeiten verteilen und jede zweite Stufe einen neuen Vorteil wählen. Weiter so und du schaffst es im Du ins obere Management. Ja, ja. Fernkampf hätte ich gerne was. 9 Stück. Achso, okay. Dialog hätte ich gern nochmal, das ist sehr hilfreich. Tarnung, Hecken, Schlossgang, Medizin. Können wir auch mal was reinpumpen. Führung. Achso, interessant. Wir machen noch was im Nahkampf. Ja. Halt. Nee. Anwenden. Ja. Denn Trefferzone. Du hast Trefferzone-Effekte für die taktische Zeitdilation freigeschaltet. Treffer an verschiedenen Körperzonen verstümmeln, verkrüppeln diesen Körperteil. Probiere unterschiedliche Zonen, um die verschiedenen Effekte zu erfahren. Brusttreffer verursachen je nach Waffe unterschiedliche Effekte. Aufgeladene Nahkampfangriffe. Wenn du Angriffstaste gedrückt hältst, ja, alles klar. Oh, was ist noch alles? Kampfdialogfähigkeit. Du hast eine Dialogkampffertigkeit freigeschaltet. Wenn du die richtige Art von Gegnern angreifst, werden diese dadurch automatisch mit einem Statuseffekt belegt. Aha. Okay. Vorteil auswählen. Willkommen bei der Vorteilsauswahl. Auf diesem Bildschirm kannst du auswählen, welche Vorteile du findest. Ey, wow. So viele. Okay. Ein Vorteil, was haben wir denn hier? 50 Grundleben. Mhm. Oh, mehr tragen können. Das klingt gut. Bekleider gibt's also auch. Ich schwank gerade zwischen mehr Grundleben oder Tragekapazität. Alles, ich will mal alles mitnehmen. Komm, gib mir das. Zack. Oh, das kann man wohl mehrmals nehmen. Interessant. Ah, nee. Das ist nur Auswahl. Okay. Stufe 2. Lebensregeneration 2,2 LP pro Sekunde. Aha. Ruf. Der Vorstein, Groundbreaker. Oh, alles neutral. Okay. Finde einen Energieregulator. Alles klar. The navigation console is offline at this time, Captain. Na dann gehen wir mal das Ding so. Ah, hier gucke ich später nach. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked jetzt in schon. It like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Wirke, ja, nachdem dein Kumpel geholfen habe, du hast es völlig falsch verstanden. Ich führe Raumschiff. Aha. Angreifen. Nee, angreifen will ich nicht. Ich habe ja gar keinen Job. Wave your face, since you helped us with those marauders. If you're looking for work, talk to the constable down in Edgewater. She's got a bounty on marauders. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Pass auf dich auf. Kurz Karte gucken. Das ist dann auch die Stadt, denke ich mal, ja. Na, dann gehen wir doch mal dahin. Da lang. Oh, was ist das?
Roklo. Er sieht böse aus. Oh lol. Alle Gegner haben Schwachstellen, okay. Oh. Stirb. Gar nicht gecheckt, dass hier Gegner waren, ey. Gibt's Kisten zum Knacken? Ein Sturmgewehr. Das ist aber nett. Waffen. Ja, halt. Die Richtung. Ein Million Säbel, ey. Oh, ich sehe gerade, die haben auch Zustände. Die können ja kaputt gehen, oder was? Oh ja. Ah. Aber reparieren kann ich sie nicht, oder? Option. Oh, hier, reparieren. Nope. Das sollte ich mal skillen. Oh. Wie nehme ich das wieder raus? Egal. Das heißt, Waffen können kaputt gehen. Gut zu wissen. Oh. Können wir hier was knacken? Oh, das ist schon offen. Gehen wir mal zu der Stadt hier. Hey, das sind keine Gegner. Whoa, hey, where'd you come from? Silence. Don't go ambling out in those hills. That's Marauder territory, friend. Ich bin auf der Durchreise und meine Kapsel ist in den Hügel da hinten abgestürzt. Woher weiß, dass ich kein Plünderer bin? Pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low, low prices. Ich hab schon mal Geld eingesammelt. War nochmal dein Name? Ich bin Doom. Wirst du dafür bezahlt, dass du dich mit Fremden unterhältst? Ist mir eine Ehre, Captain der. Das ist ja nicht mal gelogen. Und deswegen hast du ein paar bewaffnete Wachen. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Mit wem kann ich über einen Energieregulator sprechen? Ich möchte ein bisschen Geld verdienen, solange ich hier bin. Oh, das klingt gut. Back for being discreet like? There's money to be made, long as you keep your nose clean. Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites. We rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Soll ich die Gebühren, die man dir schuldet, eintreiben? Es ist kein Problem für mich. Du lässt ja Gräber zahlen. Aha. Machen wir das oben. Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Wieso ist Abernathy ein Sonderfall? Just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Wo kann ich diese Leute finden? Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy, I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Ja. Hat andere Fragen? Kann ich gleich nochmal wegen... was jetzt hier nicht dabei ist, oder wie?
You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Machst du ja sagen, dass du krank wirst? Wie lange bist du schon Junior Bestatter? Every now and again a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Ah, hier, mit wem kann ich über einen Energieregulator sprechen? Definitely not the Junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Alles klar, bin schon weg. So, kann man irgendwie in den Auftragsdetail werden Ziele deines aktiven Auftrags angezeigt. Deine aktiven Aufträge kannst du im Auftraglog deines Registers ändern. Das klingt gut. Denn ich will erstmal ein bisschen Geld verdienen. So. Da, da. Na dann. Ist das hier draußen? Ludwig Müller. Landeplatz von Egwa entdeckt. 200 EP. Servus. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Wovon redest du da? Ist alles in Ordnung? Du wirkst verwirrt. Silas hat mich geschickt. Du schuldest ihm Grabgebühren. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Ist alles in Ordnung? Du wirkst verwirrt. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja, diese Roboter muss man echt im Auge behalten. Just my luck. I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. All right. Listen real close. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. Firing at the birds. Orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing shoulder to shoulder with the resistance? Wenn dein Widerstandssöldner einstellt, stehe ich bereit. Ich habe, I've been gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans mostly, some spaces chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid. Immer her mit den Aufträgen, gib Geld. Richtige Armeen zahlen Rekrutierungsgebühren. Investment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. Immer gut, Gespräch zu Level. Was soll ich tun? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Wenn ich diese Roboterspäher ausschalten soll, könnte ich ein paar Tipps gebrauchen. Oh. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Okay, hätte ich auch selbst drauf kommen können, wenn ich die Dinger sehe. So, aber erst Geld eintreiben. Gehen wir jetzt mal in die Stadt.
Edgar Water entdeckt, 600 EP. Oh, das Leveln, das dauert eine Weile. Kann man die Waffe auch irgendwie wegstecken? Ich will nicht aus Versehen jemanden anschießen. Gehen wir erstmal zu den zwei Kollegen hier. Space Choice Kantine entdeckt. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Wen redet er? Well, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post tomorrow, bright and early tomorrow, because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Willst du mir verraten, was dich so nervös macht? Some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Du bist also Martin Abernathy. Ich bin hier, um die Grabgebühren einzutreiben. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Er hat mir alles erzählt. Nee. Dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave and now he wants to charge me for the other one. Tut mir leid, das zu hören. Du bist paranoid, das ist sicher alles sehr tragisch und herzzerreißend. Bezahl mich einfach, damit wir von hier verschwinden können. Damit ich. Tut mir leid, das zu hören. You are? Oh, wow. First time anyone's ever told me that. I'll pay your fees. Sieht auch nicht so gesund aus. From Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Jeder hat hier eine irgendeine Aufgabe für mich. Wie kann ich helfen? Wieso bin ich deiner Meinung nach denn freischaffend? Hängt davon ab, was du brauchst. Wie kann ich helfen? There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine and bring it back to me. Oh, das ist ja einbrechen. Ich will eigentlich ein guter sein, aber mach ich. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh Lord, it's in my spleen now. I can feel it. Gibt es etwas, das ich über dieses Versammlungszentrum wissen sollte? Du gehst ein ziemliches großes Risiko ein, mir zu vertrauen. Das ist dir klar. Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. Ach, Plünderer. Alles klar. So, das Geld habe ich, da hole ich mir jetzt noch das von dem anderen. Und da lasse ich mich von Silas erstmal bezahlen. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Ganz ruhig, alles sauber. So everyone says, until someone forgets to cough into their elbow, and then we're all dying of plague. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains Aha. for interment. Silas hat mich geschickt. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Das heißt, du bist pleite. As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Ist mir egal, Zeit zu teilen. Der Begriff Wohlstand muss bei dir sehr weit gefasst sein. Was für ein Auftritt, Conrad, du solltest Schauspieler werden. Du musst nicht gleich so hart zu dir sein. Boah, ich will aber das Geld haben.
Edgewater is built on the discipline and sacrifice of its people. Say what you will about our town, but we all pull together. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction, with my apologies. Behandlungsrechte? Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Stell Silas einfach einen Schuldschein aus. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Ich sag dir Bescheid, wenn mir etwas einfällt. Much obliged. Na dann. Sprechen wir mal mit Silas darüber. Zaituna Cannery. Ja, ich muss sagen, das Spiel macht auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Eindruck. Fancy threads. That some kind of hibernation suit? Hey, wegen den Gebühren, die du wolltest. Run into any trouble? Conrad sagt, er kann sich die Gebühr nicht leisten. Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners. Skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. In deinem Hinterzimmer. Sprichst du von Erpressung? Been on the tip of my tongue all day. Ich sehe mich mal um. Na dann. Gucken wir mal in sein Hinterzimmer nach. Und wieder eine Ladezeit. Yay. Das heißt, ich muss bestimmt hinten ins Haus rein. Da hat mich ja bestimmt nicht mitbekommen, der Junge. Sofern es einen Hintereingang gibt. Was nicht der Fall zu sein scheint. Das ist ein Gefängnis. Nee, da will ich nicht rein. Du siehst mich nicht. Oh, was haben wir hier? Auftrag aktualisiert. Ah, das würde als stehen. Der hat eine Rüstung. Kann man die Tür schließen? Come on.
Das sieht keiner. Vielleicht bleibe ich doch nicht so ganz nett. Oh ja, die ist besser. Oh, die ist auch kaputt. Gott, wie sehe ich denn aus? What can I do for you? Über Eugene Bescheid, warum er seine Zähne als Freund. You know about Eugene? How? Also, wenn ich gesehen hätte, dass ich da reingelaufen bin, um dein PDA zu lesen. Ich habe eine Nachricht von Phyllis entdeckt. Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing three generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Er wird sie sicher nicht vermissen. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Oder etwa doch. Yes, I suppose I must. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Alles klar. Oben. Was ist das? You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Nett von dir irgendwie. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Ja, Speedy B, das wäre eine Maßnahme gewesen. Du meinst, der Typ hätte sich selbst erschossen? Dann lasse ich dir lieber weiterarbeiten. One morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's choice handguns aren't the most reliable. Was für eine furchtbare Aussage, muss hart sein, Familie zu verlieren. Eugene wasn't family. Hast du nicht vorher gesagt, du wärst seine höchste lebende Verwandte gewesen? Was für eine furchtbare Aussage. Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. Das kann nicht dein Ernst sein. Und was wollen sie machen? Seine Leiche verhaften? Vandalismus? Müsstet ihr etwa seine Einzelteile von den Wänden kratzen oder sowas? I'm plenty serious. In fact, I'm a little upset Eugene didn't think things through. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's choice. Er war ein Mensch, kein Gegenstand. Hätte, was ist passiert? Look around. Edgewater ain't exactly swimming in luxury. We can't afford to pay the body price of a suicide. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace,
and the rest of us can get on with our own lives. Dann lasse ich lieber weiterarbeiten. So, gehen wir mal zurück zu Tidus. Wie? Wenn ich einen Ausgang finde. Verkaufsautomat entdeckt. Sperrt. Ey. Warte mal, hier war irgendwo der Eingang. Ja, da. Und Ladezeit. Ein bisschen lang, finde ich, für so einen kleinen Übergang. Oh, ich hab die falsche Seite genommen. Das ist ja der Friedhof. Ja. So, bezahl mich, mein Freund. Grave digging's a fine profession. Always work to be had. And nary a word of complaint out of your clients. Wir müssen über Eugene sprechen. What about him? Du zuerst, ich weiß, dass du ihn beerdigt hast. Ich habe einen Brief von Felix gelesen, darin stand, dass sie wegen einer Goldzehn ausgraben hätte. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we were supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away. Vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Ich halte meine Augen offen. Let me know if you find anything. You run into any trouble? Alles erledigt. Papierkram, Gebühren und Unterschrift. Work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Ich habe mir für dich den Arsch aufgerissen. Überzeugen 6. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel Überzeugen ich habe, aber ich versuche es einfach mal. Oh, Ruf erhöht. Du hast erhalten Bitmodul mal 300. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Abernethy wollte die Krankheit verheimlichen. Abernethy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. Er dachte, du wüsstest davon. What? No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A, for Abernethy. He was at the top of my list, you see? Yeah? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the Aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. There a reason you asking? Ich verstehe einfach nicht, soll das heißen, dass sie uns einfach vergessen haben? Die Hope ist kein Gerücht, sie existiert. Ich bin der lebende Beweis. All right, easy now. No need to get your hackles up. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some zero-G brew. It's a brew that's good for what ails you. Okay, schon gut. So, meine Freunde der Sonne. Das soll es erstmal gewesen sein. Mit meinem Einblick in die Outer Worlds. Ich muss sagen, es macht Bock, definitiv. Also es ist halt wieder so ein richtig schönes Fallout-Feeling. Und ja, wenn es euch gefällt, holt es euch. Wie gesagt, im Xbox Game Pass ist es ab heute kostenlos erhältlich.
Wie gesagt, trotz dass ich eigentlich PS4-Spieler bin, habe ich jetzt die Version für die Xbox vorgezogen, weil es immerhin kostenlos ist. Und ja, mein Gott, man kann es auf beiden Konsolen spielen. So, und dann würde ich noch eine Ankündigung machen. Ich werde heute noch im Laufe des Tages auf meinem YouTube-Kanal das Let's Play zu Call of Duty Modern Warfare starten. Also schaut vorbei. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Doomsday bei DGV. Haut rein!